Köln. Könnt ihr mich da hinten an der Kreuzung überhaupt verstehen? Nein. Nee, das ist nicht. Näher kommen vielleicht. Wir verstehen dich gerade. Kolleginnen und Kollegen, der Kalle hat gesagt, wir sind 1500. Aber der Kalle hat nicht recht, wir sind viel mehr, weil all die Kolleginnen und Kollegen, die gerade die Patienten an der Charité versorgen, die sind ebenfalls an unserer Seite. Und das sagen wir unserem Arbeitgeber mehr als deutlich ins Gesicht. Wir gefährden keine Patienten, aber Sie. Seit gestern Morgen zeigen wir allen Beschäftigten in den Krankenhäusern, allen Patienten in den Krankenhäusern, allen Menschen hier im Land, wie man Geschichte schreibt. Seit gestern Morgen haben wir unser Schreibziel bereits mehr als übertroffen. Für einen zweitägigen Mahnstreik haben wir aus Grund, um die Patienten nicht zu gefährden, nur für diese zwei Tage nur ein Viertel der Betten der Charité leer gestreikt. Wir sind vor über 2,5 Jahren losmarschiert für bessere Arbeitsbedingungen und Mindestbesetzung. Wir haben einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr. Am Anfang hat der Charité-Vorstand uns gesagt, wir verstoßen gegen das Grundgesetz. Das haben wir widerlegt. Wir haben einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr. Im letzten Jahr haben sie uns mit Schlichtern einen Tarif auf Probe gemacht. Der ist gescheitert. Wir haben einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr. Tage im Jahr arbeiten wir in Unterbesetzung, allein in der Nacht, zum Wohl von Patienten. Wir lassen unsere Familien allein, springen ein, wenn wir gebraucht werden. Und keine Wertschätzung. Wir haben einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr. Der Vorstand sagt, unsere Forderungen kosten 36 Millionen Euro. Na und? Ein anderer Arzt der Charité, Rudolf Virchow, sagte schon vor 167 Jahren,
Wenn man eine öffentliche Gesundheitsversorgung haben will, dann darf man nicht fragen, wie viel sie kostet, sondern was man braucht. Wir haben einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr. Wenn der Bund, das Land Jahre brauchen für ein Gesetz und seine Finanzierung, dann hat die Charité eben ein Defizit. Wir haben keine Geduld mehr. Welche Patientin, welche Bürgerin wird sagen, lasst mich alleine hier liegen im Krankenbett, damit die Charité schwarze Schalen schreibt? Auch die Patienten haben keine Geduld mehr. Der Warnstreik hat die Charité ca. 2 Millionen Euro gekostet. Wir haben der Charité mehr als deutlich gezeigt, wozu wir bereit sind. Und wenn diese Warnung nicht gehört wird, dann wird es teuer. Ohne einen vernünftigen Tarifvertrag für mehr Personal und Mindestbesetzung, Gesundheitsschutz und Ausbildungsqualität werden wir nicht aufhören, laut zu sein. Und auch dafür haben wir einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr.